Und willkommen zurück hier in Minecraft. Es wird auch schon wieder dunkel. Wir haben auch immer so ein perfektes Timing, wir werden zu spielen hier. Da haben wir noch ein Schwein, das können wir mal scannen. Und wir haben was entdeckt, nämlich Gula. Was auch immer das ist. Dann werden wir nochmal zurücklaufen. Vielleicht können wir den auch noch scannen. Nee, das Wiesen kann ich von Kreis kennen. Von anderen ging das. Reparieren. Wir bauen uns auch nochmal ein Schwert, ein anderes. Aus Eisen, vielleicht auch mal eine Rüstung. Und werden dann mal ein bisschen erkunden gehen. Damit wir als Magier voranschreiten. Aber wir haben immerhin schon mal auch das Wort Magier verdient. Zumindest schon mal ein bisschen. Den Titel Magier. So. Oh, den können wir lange, lange nicht. Wir werden uns kurz und klein hauen. Aber wir brauchen auch seine Sachen. Nee, jetzt komm hoch. Oh, Skelette, ey. Ja, wir werden lieber reingehen. Wir können natürlich nicht schlafen. Ich glaube, das ist der Monster. Ja. Feuer haben wir leider nicht. Ordnung kriegen wir da durch. Ich habe halt ganz wenig Feuer gekriegt. Ja, ein bisschen. Kriegen wir doch vielleicht ein bisschen Feuer von. Nicht viel drin, immerhin 3. 2 bis jetzt bekommen davon. Ja, wir fangen einfach mit Essen. Eigentlich müssen wir noch Schwert nochmal eben reparieren. Noch ein bisschen was davon. Werden wir doch nochmal das Schwert einmal reparieren. Das Steinschwert. Muss man das echt hier drin haben? Das wäre schlimm. Vier. Na, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zombies. Das machen wir noch mal fertig. Bevor wir dann losgehen, können wir nämlich gleich. Ah, wir brauchen aber wahrscheinlich was zu bauen, auch wieder viel, viel mehr. Aber das sehen wir ja gleich. Da sind auch viele Bogenschützen heute mal wieder unterwegs. Böse, böse Bogenschüsse. Oh.
Blob auch noch. Blob sollten wir aber. Und eine Spinne auch noch. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis wir geheilt sind. Unsere Rüstung scheint kaputt gegangen zu sein, die wir hatten, ja. Wir haben auch nicht mehr viel, das Leder reicht nicht aus. Wir haben auch nicht genug Eisen, wir brauchen einfach mehr. Wir haben aber immerhin 6. Das reicht nicht ganz, aber es reicht schon mal für einen. Eine Kappe haben wir schon mal. Das heißt, wir müssen nur noch eine zweite Kappe erstmal herstellen. Oha. Hab ich schon drauf. Ja, was geht? So. Hier erstmal eben. Hier. Ach ne, jetzt kommt diese Spinne auch und das. Nein, nein. Bisschen Eisenrüstung bauen, ne? Was haben wir denn so an Eisen? Nicht viel. Es reicht einfach, wir brauchen das noch. Was wir was anderes bauen wollen. Dann brauchen wir gleich mal eine Lederrüstung. Wow. Wir haben es fast erledigt. Das reicht auch immer für die nächste Kappe. Wenn wir nämlich die Kappe und den Stab. Und wir sehen, wir brauchen 9,9. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur Feuer und wir könnten uns den besseren Zauberstab bauen. Da das so ist, müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten kleinen natürlich bauen. Damit wir, wenn wir gleich unterwegs sind, die einen jetzt nur so ein bisschen voll machen, also der ist ja fast voll, deswegen nehmen wir nochmal ein bisschen Eisen. Dann so geht das nämlich weg, das Eisen. Gehen wir hier hin. Aus diesem Kopf verkappen. Dann bauen wir jetzt nochmal 2 Stäbe. Die Sachen müssen wir dann auch nochmal erforschen. Direkt 3 rein, super. Und das Schwert ist auch wieder kaputt. Hier haben wir bis mal reingekommen. Wir haben wahrscheinlich auch immer nur einen Abbau gemacht. Es wird auch nicht weniger hier. Ah, ist auch wieder Tag. Jo. Nein, nicht explodiert. Ja, explodier doch. Warum explodierst du denn? Meine Tür kaputt gemacht.
Na, muss ich mal runter eine neue Tür bauen. Kommt ja auch zu nichts. Wir sollten auf jeden Fall auch nicht sterben. Wir sollten auch noch mal so einen Tank bauen. Dafür brauchen wir Obsidian. So ein Tank, den man da abbauen kann. Aber vielleicht ist es ja eigentlich ganz egal, was für einen Tank wir uns bauen. Erstmal. Nur falls wir mal sterben. Das könnte natürlich mal vorkommen. Ganz, ganz viele Tanks. Das ist nämlich dieser Tank. Ich weiß gar nicht, ob das geht. In diesen Tanks. Dafür nochmal Quarzglas. Oh, mein Chat zu Staub. Dunkelstahl. Hier brauchen wir einfach nur Glas für. Ich weiß gar nicht, wie viel Glas ich habe. Wir gucken mal. Nicht genug, auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch was. Das geht auch noch. Bauen wir uns ein XP-Gitter. Wenn das denn gleich mit dem Tank klappen würde, wäre das schon schön. Um es erstmal zu speichern. Stellen uns den hier hin. Tun wir uns das XP-Gitter darüber. Und dann können wir da nicht dran gehen. Super. Ja, da können wir das reinfüllen. Schon mal unsere Level gespeichert. Nur für den Fall, dass wir mal sterben sollten. So, wir wollten nach links gehen. Ach, und wir wollten aber wenigstens mal ein Eisenschwert mitnehmen, glaube ich. Und für einmal können wir es noch reparieren. Da sind noch Steine drin.
Jetzt haben wir aber auch keine Steine mehr. Das hat 474 XP. Ja. Wir suchen eine Nodi. Und nehmen uns auch nochmal Eisen mit. Dichtes Eisen. Hier an der Oberfläche. Höhleneingang. Es gibt noch so viel zu entdecken. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Da ist was. Da können wir mal reingucken. Was da so drin ist. Mal wieder ein Tod, ein bisschen Ordnung. Den mal voll. In Ordnung ist nur einer drin. Da ist eine. Das aber sieht aus wie ein Leben. Die grün ist. Ah, die hat ganz viel Leben drin. Das Leben voll. Können wir die anderen beiden auch noch voll machen mit Leben. Und die würden noch nicht leer sein. Und lädt sie auch langsam wieder auf. Deswegen machen wir uns gleich hier einen Wegpunkt. Dann nehmen wir. Es ist ja kein Leben, das ist hörbar, ist das. Ist das hörbar? Oder wie heißt das genau? Weiß ich jetzt gar nicht. Also das Grüne auf jeden Fall. Machen wir es anders. Neu. Lass mir es erstmal, wenn ich es rausgefunden habe, wie es heißt, Grüne. So. Wir brauchen vor allem Feuer. Gummibaum. Gummi ist auch schön. Birkenholz. Gummi nehmen wir auch gleich nochmal mit. Gummi bekommen, hoffe ich mal. Nicht viel, aber ein bisschen. Da ist auch was. Das könnte sogar Feuer sein. Wie so rot schimmert.
Feuer und Luft. Normal und hell heißt das. Machen wir hier einen Wegpunkt mit Feuer, Luft. Damit können wir immerhin diesen hier schon mal voll machen. Mit Feuer. Und dann riskieren wir es aber auch nicht, noch einen anderen voll zu machen. Naja, jetzt haben wir den leer gemacht, ne? Ne, ist noch was drin, aber das riskieren wir nicht. Und wir gehen auch wieder zurück. Das reicht ja schon, um unseren neuen Zauberstab auch zu machen. Und da es eh wieder dunkel wird. Wir haben aber leider auch, na gut, wir haben eine neue Stadt gefunden, aber das ist in diese Richtung auch nichts Schönes. Wir wollen auf jeden Fall umziehen. Nochmal, oh. Ah, wir gehen jetzt zurück. Versuchen es zumindest. Ich hab gedacht, ey, nee, das ist ein Creeper oder was? Oh Mann. Das ist ja nicht zu glauben. Ich bin fast gestorben. Salz. Das Ton. Kann man auch mal gebrauchen. Oh, und wir haben schon wieder übelst überzogen, wie ich gerade sehe. Deswegen sage ich an dieser Stelle auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.